Unsere Sommergespräche mit den Schwechater Stadtverantwortlichen führten wir fort. Diesmal mit Wohnbaustadtrat Peter Hovorka. Zu unserem Sommergespräch begrüßen wir heute im Studio Herrn Stadtrat Peter Hovorka. Sie sind Wohnbaustadtrat, aber nicht nur Ihr Ressort umfasst ja auch noch andere Bereiche. Ja, natürlich. Also nicht nur die Wohnungsvergabe und auch alle Angelegenheiten rund die Gemeindewohnungen, sondern auch die Liegenschaften, also alle Plätze und Örtlichkeiten, die im Besitz der Stadt Schwechat sich befinden und unter anderem auch die Wasserwirtschaft und auch das Kanalwesen. Es ist in Schwechat sehr vieles im Bauen. Wie sieht es denn hier genau aus? Naja, wenn man durch Schwechat fährt, sieht man viele freie Plätze, die der Bebauung harren. Da gibt es einige, also nur als Beispiel Wienerstraße 29 bis 35, eine große Lücke, die ein Spatenstich hat bereits stattgefunden. Es wird noch etwas dauern. Man hat hier einige Sachen adaptieren müssen und neue Baufirmen beauftragen, aber im Herbst soll es soweit sein. Das Gleiche gilt für den Hauptplatz, das ehemalige Neckam-Gebäude. Auch hier soll es jetzt noch Umplanungsarbeiten, man hat auch Sicherungsarbeiten machen müssen und wie viele schon wissen, natürlich auch archäologische Grabungen beenden. Jetzt ist es wirklich soweit, wir stehen kurz vor dem Spatenstich. Auch hier soll es im Herbst den Baubeginn geben. Ja, und dann natürlich das neue Frauenfeld. Hier gibt es ja die Baustelle bekannt, hinten am Ende des alten Frauenfeldes, des Enfieldgasse. Hier haben wir jetzt eine kurze Bauunterbrechung, da die bauführende Firma leider Insolvenz anmelden musste. Aber es wird in Kürze, so nehme ich an, doch weitergehen, die Verhandlungen bezüglich einer Übernahme dieser Baufirma, die sehr gute Arbeit übrigens leistet, stehen kurz vor einem Abschluss. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier im August wieder sehen, dass es weitergeht. Soweit zum Gebiet in Schwechat. Aber es gibt auch andere Baumaßnahmen. Wir haben endlich die Förderung bekommen für den Wallhof in Rannersdorf. Hier war ja grundsätzlich ein Ortszentrum geplant. Durch die lange Wartezeit, immerhin, ich möchte daran erinnern, 10 Jahre sind seit der Originalplanung vergangen. Also wir haben sehr lange hier die entsprechende Genossenschaft auf die Förderung gewartet. Jetzt lässt sich dieses Projekt in dieser Form, so wie wir es original geplant haben, mit einer Etablierung von Geschäften und allem drum und dran, nicht mehr in dieser Form, leider nicht mehr in dieser Form durchführen, da uns der wichtigste Mieter, nämlich die Apotheke und gleichzeitig auch der Postpartner in Rannersdorf, die konnten diese Zeit nicht mehr abwarten. Sie haben in der Zwischenzeit ein anderes Grundstück gefunden, bauen dort. Das heißt, hier muss man das Konzept überdenken, wird auch in den nächsten Wochen passieren. Wir werden aber trotzdem, im Herbst wird es da einen Baubeginn geben. 29 Wohneinheiten sind dort bewilligt und die Wien Süd wird dort im Herbst mit dem Bau anfangen. Es tut sich also sehr viel am sogenannten neuen Frauenfeld, aber wie sieht es denn aus beim alten Frauenfeld? Naja, da haben wir zwei, ich sage mal, Herausforderungen zu bewältigen. Die eine ist das altbekannte Problem des Fußballkäfigs, der noch aus Metall gemacht ist und bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern zu Unmut geführt hat, weil er eben am Abend durch die Nutzung natürlich Lärm erregt hat. Jetzt haben wir die große Chance, dass wir am neuen Frauenfeld einen großen neuen Spielplatz etablieren und aufgrund dessen können wir den alten Käfig, der so viel Unmut erzeugt hat, endlich abmontieren. Der Auftrag zur Demontage ist bereits ergangen. Und zum Zweiten, und das ist das zweite Problem, das sich durch die Etablierung des neuen Frauenfelds zum Teil ergeben hat, dass entlang der Braustraße, aber auch hinten in der Enfieldgasse, die Parkplatznot etwas zunimmt. Wir haben viel überlegt und sind jetzt zu einer Lösung gekommen, die ich glaube für viele nicht nur tragbar ist, sondern auch wünschenswert. Wir können den Menschen am alten Frauenfeld ein Angebot setzen. Wir könnten zwei Parkplätze etablieren in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Wien Süd. In der Zwischenzeit läuft auch eine Umfrage, wie hoch der Bedarf ist und dementsprechend können wir dann zwei Parkplätze, einen vorne zwischen dem alten Frauenfeld und dem neuen Biller anbieten und zum zweiten hinten im hinteren Bereich des Frauenfeldes, nämlich Enfieldgasse, am Ende der Enfieldgasse, dort könnten wir auch Parkplätze schaffen und je nachdem, wie die Umfrage ausgeht, werden wir diese Projekte auch umsetzen und ich hoffe, dass dann der Parkplatznot am alten Frauenfeld ein Ende gesetzt worden ist. Wie lange läuft die Umfrage noch? Die Umfrage läuft bis zum 3. August. Das heißt, ich ersuche all jene Bewohnerinnen und Bewohner, die am alten Frauenfeld wohnen, an dieser Umfrage auch tatsächlich teilzunehmen, sich auch jetzt zu outen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um tatsächlich zu sagen, ja, ich habe einen Bedarf
Weil es kann nichts Schlechteres passieren, als dass alle sagen, ja, es wird wer anderer für mich entscheiden. Und letztendlich kommt dann heraus, dass vielleicht gar keine Parkplätze gebraucht werden. Das wäre schade, weil ich glaube, dass der Bedarf sicherlich gegeben ist. Wie sieht es aber aus beim ehemaligen Magnetparkplatz? Ja, hier konnten wir einen Betreiber finden, der diesen ehemaligen Magnet umbauen will, dort ein neues Einkaufszentrum etablieren will. Hier ist im letzten Gemeinderatssitzung konnten wir eine Dienstbarkeit abschließen. Das heißt, der bestehende Parkplatz wird erweitert, um die bestehenden Geschäftsflächen auch maximal ausnützen zu können. Das heißt, hier fällt aber dann der bestehende Radweg weg. Zum einen natürlich schade um einen Radweg, zum anderen muss man auch dazu sagen, der bestehende Radweg wäre eine Gefahrenquelle gewesen, weil aufgrund der neuen Situation hier zwei Ausfahrten in die Franz-Schubert-Straße geschaffen werden und das wäre mit dem Radweg, gibt es zwischen Autofahrer und Radfahrer sicherlich größere Probleme und ein extremes Gefahrenpotenzial. Viele Verkehrsexperten haben uns bescheinigt, es ist günstiger, Radfahrer dort in einer 30er-Zone und die Franz-Schubert-Straße ist eine 30er-Zone, hier im normalen Verkehr unterzubringen, zumal ja gleich nebenangrenzend eine Wohnstraße besteht, also auch hier eine Querung ohne Schwierigkeiten auf den Kellerberg möglich ist. Und man muss auch der Wahrheit wegen sagen, die meisten Schülerinnen und Schüler, weil ja das angrenzende Schulviertel immer angesprochen wird, nehmen in Wirklichkeit, um in die Kellerbergsiedlung zu kommen, die E-Brustergasse, eine bestehende 30er-Zone. Aber wie sieht es dann aus bei den Parkplätzen beim ehemaligen Magnet? Ja, das ist das Schöne, wir könnten sich mit dem Betreiber einigen, wie genauso beim Beispiel wie beim bestehenden EKZ in Schwechat, wo außerhalb der Öffnungszeiten die Parkplätze für die angrenzenden Anrainer zur Verfügung stehen. Hier auch beim Magnetparkplatz haben wir die gleiche Regelung getroffen. Das heißt, für die umgrenzenden Bewohner, speziell jene, die in der Ehrenbrunngasse wohnen, wo es hinüber zum Hauptplatz immer wieder Probleme gegeben hat mit der Parkplatzproblematik, hier konnten wir eine Entschärfung herbeiführen, indem diese Parkplätze dann auch beim Betrieb außerhalb der Betriebszeiten für die Schwächerterinnen und Schwächerter, die dort wohnen, zur Verfügung stehen. Stichwort Nahversorger. Wie sieht es denn damit aus in Manswörth? Ja, also wir konnten mit dem Herrn Bader hier einen Vertrag abschließen. Der Baurechtsvertrag wurde in der Zwischenzeit vom Gemeinderat auch abgesegnet. Hier wird ein Nahversorger etabliert, ein Nah- und Frischmarkt soll dort etabliert werden, wo aber nicht nur der Nah- und Frischmarkt, also die Nahversorgung direkt im Vordergrund steht, sondern auch als Postpartner wird diese Stelle funktionieren. Hier wird es eine Trafik geben und hier wird es auch den Bankomat geben. Also alles, was man so in Manswörth wirklich benötigt an dringender Infrastruktur, soll hier an einem Ort gesammelt, gebündelt, geschaffen werden. Wir sind jetzt so weit, dass wir nur noch auf die Förderung des Landes Niederösterreich, da gibt es eine Förderung für die Nahversorgung innerhalb der Stadt, die steht kurz vor der Freigabe, sobald das passiert. Die Bauverhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss. Das heißt, wir rechnen damit, dass im August dort wirklich angefangen wird und es noch heuer, und das hoffe ich besonders, noch heuer auch tatsächlich zur Umsetzung dieses Projekts kommt. Und die Manswörterinnen und Manswörter endlich das haben, was sie sich schon Jahre wünschen, was sich auch die Gemeinde immer gewünscht hat. Und die finanziellen Beiträge der Stadt sind ja gar nicht so ohne. Ich erinnere nur daran, wir haben das Grundstück damals angekauft. Wir beteiligen sich jetzt auch bei der Ausrichtung für die Parkplätze, die auch der Bevölkerung außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Also das heißt, ein rundum wirklich stimmiges Konzept. Und ich hoffe, dass wir das heuer noch wirklich komplett umsetzen können und den Manswörterinnen und Manswörtern wirklich eine Freude bereiten. Schwechat hat ja seit einiger Zeit einen Sozialarbeiter. Wie sieht denn hier die Zusammenarbeit gerade mit Ihrem Ressort aus? Ja, der Sozialarbeiter ist ja bei uns im Wohnungsressort situiert. Eine ganz wichtige Einrichtung mit der Zielsetzung, Delogierungen zu verhindern. Und die Erfahrung zeigt uns jetzt mehr als ein Jahr später, das war eine sehr gute Entscheidung, weil wir können mit Fug und Recht behaupten, sie hat gewirkt. Das heißt, Delogierungen, die ausschließlich aus dem Grund stattfinden, weil Leute nicht mehr in der Lage sind, ihre Mieten zu bezahlen, die gibt es jetzt schon, also für das letzte halbe Jahr in diesem Jahr kann ich es komplett ausschließen und sonst sind sie sehr gering geworden, was aber natürlich nicht heißt, dass es Delogierungen gibt, allerdings nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil auch Lärmbelästigung, Verschmutzung und so weiter auch immer wieder auf der Tagesordnung steht. Und ich sage das hier ganz offen, aus finanziellen Gründen soll niemand seine Wohnung verlieren. Jemand, der sich aber mit Trotzermahnung
trotz darauf hinzuweisen, trotz Unterstützung nicht an die Hausordnung halten will, der muss auch heute in Schwechat damit rechnen, dass er seine Wohnung nicht behalten kann, alleine, um den anderen Mieterinnen und Mietern auch die Möglichkeit zu geben, in einem geordneten und einem wohlfühlenden Haus zu leben. Aber zurückzukommen auf den Sozialarbeiter. Natürlich, hier hat er hauptsächlich die Aufgabe, Leuten behilflich zu sein, die aufgrund ihrer Lebenssituation, aufgrund ihrer Einkommenssituation möglicherweise kurz davor stehen, ihre Wohnung zu verlieren oder nicht mehr in der Lage sind, so klassische Kosten wie Energie, Strom und so weiter zu zahlen. Und unsere Statistik sagt uns, 35 Personen zumindest im Monat suchen unseren Sozialarbeiter auf, lassen sich beraten in verschiedensten Richtungen. Das passiert von den Eingaben-Ausgabenrechnungen bis zur Ratenvereinbarung, Hilfestellung bei Anträgen und allem drum und dran. Und da gibt es einige Beispiele, die klassisch zeigen, wie er arbeitet und wie erfolgreich er arbeitet. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele nennen. Wir hatten eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die nicht mehr in der Lage war, ihre Miete zu bezahlen und hatte auch nicht mehr die Möglichkeit, ihre Stromkosten zu bedecken. Die Unterstützung von unserem Magister Wagner, dahingehend, dass er zum ersten, mit der BH Wien Umgebung, mit dem Sozialamt Kontakt aufgenommen hat, einmal geschaut hat, dass die bestehenden Schulden abgebaut oder storniert oder zumindest gestundet werden. Auf der anderen Seite dann einen Mietzinsunterstützungsantrag und konnte auch bei der Wien Energie einen Nachlass jetzt erreichen. Das heißt, für diese Familie schaut die Welt wesentlich schöner aus und man kann getrost auch in die Zukunft gehen. Ein anderes Beispiel, eine ältere Mitbewohnerin war nicht mehr in der Lage, mit dem Einkommen, das sie hatte, ihr Leben zu fristen, hat sich hilfesuchend an ihn gewendet. In diesem Fall konnten wir sowohl eine Mietzinsunterstützung erreichen, die ja in unserer eigenen Hand liegt, das ist ja nicht das Problem, aber auch mit einem Pflegegeldantrag konnte ihr geholfen werden, damit sie ihr Leben ohne Schwierigkeiten und ohne der Sorge, ihre Wohnung zu verlieren oder irgendwas fristen kann. Und ich glaube, diese beiden Beispiele zeigen, dass Leute wirklich dankbar für diese Hilfestellung sind und auf der anderen Seite die Stadt sich damit enorme Kosten auch erspart. Wir haben keine Delogierungen mehr. Damit ersparen wir uns Rechtsanwaltskosten. Wir haben keine aushaftenden Mieten mehr, die wir dann am Klagsweg im Regelfall sowieso nicht hereinbekommen. Das heißt, de facto kann man davon sprechen, der Sozialarbeiter eine gute Einrichtung für die Schwächerterinnen und Schwächerter und auf der anderen Seite auch eine solide ein ökonomischer Vorteil für die Stadt, weil wir sich viel Geld ersparen. Er zahlt sich de facto von selbst. Zum Abschluss noch eine private Frage. Wir stecken mitten in der Ferienzeit. Machen Sie selbst auch Urlaub und wo geht's hin? Im Regelfall sind wir immer wieder im Sommerurlaub. Wir haben schon einige, sagen wir mal, Mittelmeerländer bereist. Heuer ist dieser Wunsch im Februar sofort gestrichen worden. Die Tochter wurde schwanger und vor kurzem wurde mein zweites Enkelkind geboren. Da ist es natürlich klar, dass der Urlaub nicht im Vordergrund steht. Da steht natürlich die Hilfestellung der Mutter für die Tochter im Vordergrund. Wir bleiben zu Hause. Genießen und eine gemeinsame Zeit mit unserem Enkelkind. Und im Garten ist es auch wunderschön. Sommer heißt nicht immer wegzufahren. Es ist auch schön, zu Hause zu bleiben.